Wieso lügst du Haus an? Chase hat's mir erzählt. Darüber reden wir ein anderes Mal. Oder gar nicht. Die Patientin wird sicher nicht weitererzählen. Wenn ich zugebe, dass wir Streit hatten, wird er wissen wollen, warum. Dann erklär's ihm oder sag ihm, es würde ihn nichts angehen. Ausreden sind leichter. Wirklich? Ich hab geglaubt, das ist das Gegenteil. Aber was weiß ich schon, ich bin ja kein Mann. Ich wünschte, ich könnte über mein Gefühlsleben so offen reden wie du. Es geht nicht um irgendein Yoga. Ich hatte aber den Eindruck, denn wir haben eine Stunde darüber geredet. Aber was weiß ich schon, ich bin ja keine Frau. Sie denkt wahrscheinlich, du willst keine Zeit mit ihr verbringen, weil du das mit jemand anderem machst. Wenn sie mir Untreue unterstellt, würde sie mich fragen. Weil du die Wahrheit sagen würdest. Ich habe keine Affäre. Du hattest aber früher eine. Kannst du es ihr verdenken? Was soll ich denn bitte tun, dass es nicht so ist? Kann ich nicht beweisen. Da hast du ein Problem. Da ist das Herz. Klappen unauffällig, keine Vegetationen, keine myxomatöse Degeneration. Kannst du noch was nachsedieren? Dissektion! Nein, Ruptur! Die Sonde raus! Ich verstehe das nicht. Der Blutdruck ist normal und die HF war unter Kontrolle. Das können wir nachher klären. Wir haben nur noch 30 Sekunden, um sie aufzuschneiden. Keine Leckage aus der Kanülierungsstelle. Gut. Mal sehen, ob es wieder anspringt. Paddles. Defilet. Achtung. Komm schon. Nochmal. Achtung. Ich gebe 1 Milligramm Adrenalin intravenös. Schock sie nochmal. Nein. Das bringt nichts. Paddles. Achtung. Normaler Sinusrhythmus. Ein Glück. Die TEE und die intraoperative Visualisierung zeigte keine Vegetationen an den Klappen, keine strukturellen Anomalien. Dissektion bedeutet, wir lagen falsch mit einer hypertensiven Krise. Und mit wir meinen Sie sich? Ja. Denn Ihnen war ja nichts Besseres eingefallen. Ist nicht meine Schuld. Ich war dabei, den schönen Taub zu entlarven. Da wir ein Trauma ausgeschlossen haben, könnte die Dissektion genetisch bedingt sein. Tests laufen, aber sie ist nicht marfanoid. Was ist mit Allergien? Eine wirklich schwere kann eine systemische Immunreaktion auslösen und die einen Entzündungsprozess, der die Aorta schwächt. Wenn es eine Allergie wäre, würde sich bei uns ihr Zustand nicht verschlechtern. Außer sie würde den Auslöser in sich tragen. Und das heißt? Sie wollen mein Sperma? Wir vermuten, dass es eine schwere systemische Reaktion auf eine bestimmte Allergie ist. Sie wollen sein Sperma? Ja, eigentlich brauchen wir nicht die Spermien, sondern die Samenflüssigkeit, worauf Abby wohl reagiert hat. Wann hatten Sie beide das letzte Mal ungeschützten Sex? Gar nicht, ich benutze ein Kondom. Immer? Für alle Spielarten? Naja, für so gut wie alle. Wann war das? In der Nacht vor Ihrem Kollaps. Ich trage jetzt einen Tropfen von Nicks Samenflüssigkeit auf ihre Haut auf. Dann ritze ich die Haut oberflächlich an und prüfe in einer Stunde, ob sie sich gerötet hat. Komm schon, Mom. Wir sind schon 3 Jahre zusammen. Ich bin nicht böse, Liebes. Ich bin nur etwas verwirrt. Dieses Protein ruft vielleicht eine bestimmte systemische Reaktion hervor. Die ist meistens harmlos, doch hin und wieder kann ein wiederholter Kontakt zu einer Überempfindlichkeitsreaktion führen. Wieso ein Wiederholter? Ach so, ja. 3 Jahre. Soll das wehtun? Die Reaktion sollte eigentlich erst nach... Nein, das ist es nicht. Oh. Was ist, Schatz? Mein Bauch. Hämaturie.